Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen hier zurück zum Hotel. Ja, Far Cry 5 geht weiter. Wir haben Briggs gefunden, leider letzte Folge ein bisschen lange gesucht, aber hier im Zimmer 306 ist er und jetzt müssen wir sein Gehirn wieder reinwaschen, indem wir ihm ein weiteres Band vorspielen. Machen wir das doch mal. Okay. Die Musik, ist es das, was ihn reinigt? Sei kreativ, die haben eine Menge Spielzeug. Okay. Runter, 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 runter. Schneller. Die kommen von der Straße her. Ja, das sehe ich auch. Vielleicht. Ah. Nächstes Mal vielleicht mal schneller ans Geschütz gehen. Ich dachte, die machen da so eine Videoaufnahme an, um ihnen wieder irgendwelche schönen Bilder zu zeigen. Nö, da sind immer noch die bösen Tierbilder, aber die Musik läuft dann halt. Super. Ist auch voll die entspannte Musik, oder? Naja, schön, dass ihr auf jeden Fall hier wieder dabei seid bei Far Cry 5, hier im Jacobs Gebiet. Vielleicht gefällt euch die heutige Folge ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir verteidigen jetzt erstmal das Hotel. Mörser? Achso, Mörser hab ich ja. Aha. Kommen wir jetzt zu Fuß oder was? Von da auch? Lol. Passt! Der lebt doch! Sie kommen vom See! Wo ist denn hier der See? Wahrscheinlich auf der Seite, oder? Da kommen Helikopter! Helikopter? Komm ich auf. Hier ist der See. Ja. Da kommen Boote! Da kommen Boote, da kommen Helikopter. Was kommt noch? Panzer? Was macht der Heli da? Hilfe! Wieder einfach hier durchs Fenster kommt. Hey, noch einer. Raus aus meinem Haus. Hey! Wo kommt der alle her, ey? Ich wollte eigentlich den Heli abschießen. Ah, Rauch. Seh nix. Wie lange hält der Rauch an? Wenn die alle mal weg wären, könnte ich den Heli abschießen. Na, jetzt ist er da, wo ich das Geschütz nicht hindrehen kann. Was treibst du da? Ein Schuss, easy. Schön an die Stromleitung gehängt. So, aufpassen, da laufen noch welche rum hier. Seid ihr drin oder draußen? Da, okay. Seh euch schon. Das war's auch, oder? Sichere das Gebiet, jawohl. Oh, jetzt wieder vorne. Diese Musik ist da echt anstrengend. Scharfschützen, in Deckung! Scharfschützen? Ah, die Sicht. Da kann ich nicht hindrehen, das Ding. Voll fies. Wow! Ich muss rein. Geh rein! Alter.
Wo ist denn der Scharfschütze? Einer weg. War nur der eine Scharfschütze? Helis im Anflug. Nein. Nimm das Geschütz, Geschütz, Geschütz. Komm, schnell, 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 schnell. Scharfschütze ausschalten. Weg. Der hat einen Raketenwerfer, ey. Es ist so dunkel, dass man sie nicht so gut von ganzen Seiten sehen kann. Da ist der Heli. Da unten. Ich fühle mich schon wieder von allen Seiten hier irgendwas an die Birne geworfen, ey. Zeigt euch doch mal, ihr Feiglinge. Granate kill! So, die sind geflogen. Wo will er denn hin, ey? Oh, ich komme nicht dazu, den Heli mal abzuschießen. Gepanzert da. Puh, yeah. Nehmen wir diese heftigen Gepanzerten. Ja, das ist auch einer. Das ist auch so einer. Oh, das ist noch einer. Ab und zu muss man noch mal stürmen. Okay, wir haben draußen auf jeden Fall noch mal einen mit M60. Flammenwerfer! Kaboom! Der ist weg. Oh, ich habe ihm seinen Helm runtergeschossen und einen Headshot. Aha. So, ich könnte mir jetzt natürlich auch das M60 mitnehmen, aber den Heli würde ich doch gerne abschießen. Ist er noch da? Da hinten ist noch so ein gepanzerter. Ich glaube, das war's doch, oder? Der Heli ist irgendwie weg. Und da kommt halt noch so einer. Mal gucken, wie du das hier wegsteckst, mein Freund. Ja, habe ich mir schon gedacht. Alles sauber, Deputy. Gute Arbeit. Alles sauber. Klasse Job, Depp. Danke. Für mich bist du eine verdammte Heldin. Es sieht gut aus für Briggs. Die Whitetails sind auf dem Weg, ihn abzuholen. Ach, ihr holt den schon ab. Muss ich da nicht nochmal rein? Das ist sehr nett von euch. Jacob wird das Grandview nicht mehr nutzen, um Leute umzudrehen. Verdammt, ich würde gern seine hässliche Visage sehen, wenn er hört, dass er seine Folterkammer verloren hat. Da kommen noch mehr Gegner. Nee, das sind die Leute, die ihn abholen. Mit dir, allen außer mir. Ich wusste immer, dass du es drauf hast. Ja, klar wusstest du das. Wieder, Deputy. Bis bald. Bis bald. Befreie dich. 900 Punkte gab das. Hei, hei, hei. Weißt du, Deputy, wenn es nach mir ginge, wärst du schon lange tot. Ja. Aber Joseph hat da andere Vorstellungen. Ja, der ist auch doof. Ich möchte mit dir reden. Und genau das wirst du auch tun. Joseph? Keine Sorge. Meine Jäger werden dich zu ihm bringen. Okay, es geht mal wieder weiter mit gejagt sein. Ich wurde wieder jetzt. Oh. Er ist schon wieder hinter dir her. Ja, ja. Sei lieber vorsichtig. Diese Jäger können überall sein. Du wirst gejagt. Na gut, ich bleib einfach mal hier stehen. Man kann dem ja gar nicht so ausweichen. Man muss ja dann auch irgendwie, damit das Spiel weitergeht, gefangen genommen werden. Okay, wir haben hier unten auf jeden Fall nochmal Tammy. Aber Eli gibt keine neue Aufgabe mehr. Das waren hier noch die bewaffneten Convoys. Okay. Vielleicht bin ich mit Eli ja schon fertig. Muss nur noch hier für Tammy noch eine Aufgabe machen. Und danach kann ich mich dann hier weiter um die Personen kümmern. Aber jetzt erstmal warten, bis ich gejagt werde. Oder ich werde ja schon gejagt, aber bis sie mich finden. Vielleicht kommt da ja schon einer. Ist ja wieder gleich so ein Bliss-File, den ich abbekomme. Und dann möchte diesmal Joseph persönlich mit mir sprechen. Welche Ehre. Kommt schon, Jäger, wo bleibt ihr? Vorhin wart ihr
echt viel, viel schneller unterwegs. Ein Einfangteam ist auf dem Weg. Ja, wird doch mal Zeit. Ich stehe ja schon mitten auf der Straße, damit ihr mich fangt. Karibu kann man hier jagen. Super. Ich weiß noch nicht mal, was das für Tiere sind. Ah ja. Da ist der Pfeil aus dem Nichts. Jetzt sieht man ihn, weißt du? Die sind echt nicht schlecht. Man sieht sie gar nicht kommen. Oh. Was ist denn das? Ein Veteranencenter? St. Francis? Ist das eine Klapsmühle oder ein Krankenhaus? Einer von euch wird stark sein. Nicht nochmal. Verschwinde hier, Schwätzer. Ich weiß, du hast Schmerzen. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Hm? Aber du wirst nicht als Einziger geprüft. Wusstest du, dass ich eine Frau hatte? Wunderschön, oder nicht? Sie war schwanger mit unserem ersten Kind. Und wir waren eigentlich noch selbst Kinder. Ich hatte große Angst, Vater zu werden. Wegen des Geldes vor allem. Sie war unbesorgt. Sie war zuversichtlich, dass alles gut wird. Sie war immer zuversichtlich. Und dann eines Tages besuchte sie eine Freundin. Es gab einen Unfall. Und der Herr nahm. Und sie brachten mich ins Krankenhaus. In einen Raum mit diesem kleinen rosa Bündel, das an Schläuchen hing. Sie sagten, dass ich stark sein müsse. Weil mein kleines Mädchen überleben würde. Gott hatte unsere Tochter gerettet. Und sie ließen mich allein in dem Zimmer mit ihr. Und ich starrte meine Tochter an. So hilflos, so unschuldig. Und sie hatte niemanden außer mir. Einen Niemand von nirgendwo. Mit gar nichts. Und in diesem Moment wusste ich, dass Gott mich prüfen wollte. Er bereitete einen Weg für mich und ich musste mich nur entscheiden. Also legte ich meine Hand auf ihren kleinen Kopf. Und ich war ganz nah und konnte sie riechen. Und ich betete mit ihr. Ich bat um Weisheit. Ich bat um Stärke. Dann wusste ich es. Ich erkannte Gottes Plan für mich. Und dann legte ich meine Finger auf den Atemschlauch, der geklebt war an ihr engelhaftes Gesicht und drückte zu. Und dann nach einer Weile begannen ihre Beine zu zucken. Und dann nichts mehr. Stille. Erlösung. Der Herr gibt und der Herr nimmt. Schmerz. Entbehrung. Das ist alles Teil der Prüfung. Um zu zeigen, dass wir Gott dienen können. Was er auch verlangt. Also irgendwas habe ich immer noch im Kopf, was sofort anspringt, wenn er seine Musik da spielt, ey. Only You.
Eine weitere Drogenszene von dem. Oh ja. Das gleiche nochmal. Die Herde. Gott hat also verlangt, dass er seine kleine Tochter tötet? Ich glaube ja nicht. Die Herde aus. Ja, Herde ausdünnen. Ja. Ein Reh! Töten, töten, töten! Ja? Alter, du Kackspast! Weg mit dir! Ich glaube, das waren noch nicht alle. Jetzt waren es alle. Keult die Schwachen! Ja, opfere die Schwachen. Einfach wieder die gleiche Strecke wie vorhin, ne? Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen! Hui! Und hoch! Okay, abziehen. Und, dann müsste ich jetzt auch durch sein eigentlich. Nein, es geht weiter. Ich kenne deine Aufgabe. Es geht diesmal weiter. Die Herde keulen. Nicht übel. Ja, ne? Finde ich aber auch, dass das nicht übel war. Ist keine Hilfe. Genau so. Den Abschnitt hier kenne ich doch noch nicht mal. Das ist nicht fair. Kenne deine Augen! Nein! What? Zeitlupe? Der hatte gar kein Gesicht, glaube ich. Oder? Only you can make a darkness place. Oder so. Ich kenne den Text nicht. Holy you. So, die Herde ausgedünnt. Okay. Ich bin noch leicht benebelt. Ich glaube, das sind Bäume vor mir. Wisch dir mal die Augen. Ih, Blut. Ah, es wird schärfer. Wie lange waren wir diesmal wieder weg? Wieder ein paar Tage ausgeschaltet? Gott sei Dank lassen sie uns immer die... Du musst stark sein. Ja. Das war die zweite Szene also. Aber diese blöde Geschichte, die uns da der gute Joseph erzählt hat. Ziemlich der Idiot, wenn ich das so sagen darf. Ach, guck mal, hier bin ich wieder. In der Nähe. Naja, ich gehe aber zurück zum Hauptquartier und hole mir noch die letzte Quest, die uns da die gute Tabby gibt. Kann ich auch dahin? Wolfsden. Dann gehen wir dahin. Reisen. So, Eli hat da keine Aufgabe mehr, aber die gute Tammy. Ihr Vertrauen haben wir noch nicht ganz erlangt. Wir keulen die Schwachen, wir tun, was getan werden muss. Ja, keul dir doch ein, Alter. Aber ansonsten im ganzen Spiel macht sich der Joseph so als Oberbösewicht ganz schön rar, oder? Also so die paar Sequenzen, die man mit dem sieht, ist nicht so viel. So das typische Far Cry-Problem, dass sie die wichtigen Charaktere einfach nie zeigen. Oder zu früh ausschalten lassen. So, er hat keine Aufgabe mehr, das sieht man jetzt. Raketenmunition. Medipacks habe ich wieder voll. Schau mal, was Tammy noch von mir möchte. Das reicht leider nicht. Er ist diesmal... Hat sich bewegt. Gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, ja. Wie geht's dir? Ich war nicht sicher, ob du wiederkommst. Aber du steckst voller Überraschungen. Ja. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich.
Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihnen die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Hört sich gut an. Räumungsbefehl. Das Chalet, war das nicht auch wieder so ein Hotel? Oder wo ist das diesmal? Da unten. Okay, nee, da war ich noch nicht. Räumungsbefehl. Das war auch, guck mal, das ist auch so ein großes Gebäude. Fast wie so ein, wie das Hotel. Begib dich zum Trainingsplatz von Eden's Gate am Stone Ridge Chalet und töte die Auserwählten, bevor du es in die Luft sprengst. Na, das wäre aber eine interessante Aufgabe, glaube ich. Ich will schön, mal gucken, ob ich auf den... Seite bist, hey, wo ist der Händler da? Den Raketenwerfer, den ich habe, ob ich den noch anpassen kann. Wenn ich ihn jetzt schon mal neu habe. Es müsste auch hier bei Waffen drin sein, oder? Das sind die schweren Waffen. M60. Jagdbogen, die Schleuder, da. Den habe ich. Ah, guck mal, es gibt ja auch noch andere. Es gibt auch noch ein Rad 4. Flammenwerfer. Was zur Hölle ist denn das? Magnopuls. Pulser? Das ist eine Laserwaffe oder was? Hilf Larry bei den Parker Laboratorien im Holland Valley, um diese Waffe freizuschalten. Larry Parker im anderen Gebiet. Bei dem war ich ja nie. Denen helfen, da kriegt man den Magnopulser. Sollte ich vielleicht nochmal nachholen. Das Ding sieht sehr interessant aus. Im Labor, Wissenschaftler. Okay. Sonst noch irgendwas? Aber das war doch vorher nie da, oder? Wieso? Ich habe ja auch vorher auch mal die Waffen durchgeguckt. Da war das Ding noch nicht da. Das ist neu. Okay, Larry Parker im Holland Valley. Das ist also im Gebiet nochmal vorher. Könnte ich ja auch irgendwie nochmal holen, oder? Das sieht schon irgendwie interessant aus. Ich glaube, da habe ich nochmal Bock drauf, da hinzugehen. Achso, aber trotzdem nochmal gucken. Wegen den Raketenwerfer, den noch verbessern. Was hat eigentlich der andere Raketenwerfer da als Besonderes, dass der hier ist? Damit kannst du deine Raketen durch Zielen steuern. Nett. Ich glaube, da nehme ich doch das Ding mit. 3000, scheiß drauf, aufs Geld. So. Zack. Steuerbare Raketen. Wer will das nicht? 1200 für so eine Carbon-Legierung. Nö. Und Zielerfassungs-Upgrade. Auf jeden Fall. So, Zielerfassungsraketen. Genau das, was ich brauche. Den habe ich jetzt dabei. Und dann passt das schon. So, ich glaube aber, die Waffe sieht so interessant aus, dass ich da gleich mal hin will. So, Larry Parker, der ist ja hier. Da, Larry Parker. Dann gehe ich doch lieber mal dahin. Ah, guck mal, hier ist auch noch ein Prepper-Versteck, wo ich dann auch noch ein paar Sachen finden kann. Ich mache mal eine Schnellreise dahin. Ich brauche ja auch noch ein paar Updates-Punkte, um noch ein paar Fähigkeiten zu lernen. Dann nehme ich da das Prepper-Versteck mit und dann schaue ich mir wirklich mal Larry Parker an. Hier ist mir natürlich wieder die Kirche. Ist halt von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Aber das Gebiet ist ja schon befreit an sich. Mal gucken, was der Larry Parker von uns möchte und ob ich das noch machen kann. Aber wenn er noch da ist auf der Karte, und dann müsste ich die Waffe dann auch freischalten können. Muss auch mal spontan sein hier. Und der Zielerfassungsraketenwerfer hier. Nice. Klappt auf jeden Fall. So haben wir das. Aber gut, das ist kein Gegner. Aber so funktioniert das Ding. So, Larry Parker habe ich nicht da vorne. Das ist noch die andere Quest, die ich gerade markiert habe.
So, Prepper, Versteck. 200 Meter in die Richtung. Okay, also ihr habt den Plan gehört für die nächste Episode. Wir machen das Prepper-Versteck, dann gehen wir jetzt nochmal zu Larry Parker, weil ich echt wissen möchte, was das für eine komische Magnetkanone ist und ob das hilfreich ist und so. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon wieder, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dabei. Und lasst noch gerne einen Daumen nach oben da, so wie ich den jetzt hochhelfe hier. So schnell sterbe ich nicht. Nee, so schnell stirbst du nicht. Also Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten und sage wie immer, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Konflikt. Bis zur nächsten Folge von Far Cry 5. Macht's gut.